Ja, ich weiß gerade wieder nicht, was ich quatschen soll. Bin gerade vertieft, habe auch ein bisschen Holz geholt. Wenigstens kann man den Wasserfall hier als Fahrstuhl nutzen. Muss hier nur noch eine richtige Treppe dazu machen. Nein, ich meine hier zu dem Fahrstuhl, weißt du? Zum Wasserfahrstuhl. So. Ja, stimmt. So, natürlich hat die Schwarzeiche jetzt nicht gereicht.
So, irgendwo haben wir doch Saplings da. Und das Knochenmehl nehmen wir direkt mit. Und irgendwo hatten wir doch auch mal noch Schwarzeichenholzzaun, meine ich. Ich sehe ihn jetzt nirgends, aber wahrscheinlich übersehe ich ihn einfach wieder mal nur. So, sehr schön. Ja, wir werden Schwarzeiche nachher auch mal richtig pflanzen. Dass wir ein bisschen auf Vorrat haben und nicht immer nur die schnell eine pflanzen mit Knochenmehl und dann abholzen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wird es jetzt schon wieder dunkel? Das ist doch echt zum Koten. Ja, genau, abgetaucht. Hast du ein Bett in der Nähe? So, das ist dann dieser Moment, wenn man feststellt, dass hier noch Eichenholzbretter waren. Es sind zwar jetzt nur 3 Stück, die hätten uns eh nicht gereicht, aber ihr wisst, was ich meine. So. Achso, ja, man sollte halt auch noch ein paar. So, genau. Was wollte ich denn jetzt machen? Genau, gleich noch ein bisschen Schwarzeichenholzzaun. Das ist Wolle, weiße Wolle. So, und jetzt will ich gerade mal was ausprobieren. Wie ist denn das mit den Bettfarben jetzt hier in dem neuen Minecraft? Weil immer nur weiß ist ja auch doof. Da ist noch mehr weiße Wolle. Teste mal das einfach mal an.
ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt bin ich gerade überfragt. Blumen kannst du färben. Muss ich es vorher färben? Ich weiß es nicht. Ich schätze es einfach mal. Ich frag mal Tante Google. Also man kann ein weißes Bett einfärben, aber laut da wird das Bett immer weiß. Ich habe keine andersfarbige Wolle, graue Wolle hätte ich, weil die Wolle selber. Du nimmst eine Blume, zum Beispiel noch. Ja, ich weiß schon, wie man Färbemittel macht. Das, ich will nur wissen, ob es auch direkt geht, weißt du, mit farbiger Wolle. Ja. Zum Beispiel hast du am Anfang ein graues Bett hergestellt. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe halt nicht genug Wolle, um es auszuprobieren. Ich habe nicht viel, aber ein bisschen Wolle habe ich. Dann färbt man halt weiße Wolle. Ich bräuchte nur irgendwie zum Beispiel mal blauen Farbstoff oder so. Hast du sowas? Oder so blaue Blümchen. Ja, hast du welche? Dann färben wir es ja, halt. Ja, das sind ganz viele. Dann bring mal welche vorbei. Dankeschön. Schön. Wie macht man Eisenklumpen? Ein Eisen einfach. Ah ja. Sonst was? Auf Anhieb gerade nicht. Irgendwie habe ich es hier ein bisschen mit der Höhe verkackt.
Scheiße. Und ich häng natürlich, häng ich in der Tür fest. Mann! Drecksviecher! Ohne Witz. Ist kaputt? Naja, Creeper hat mir das halbe Haus zerlegt. Scheiß Drecksviecher, ey. So unnötig die Teile. Natürlich, welche Überraschung, es wird schon wieder dunkel. Hast du jetzt das ganze Eichenholz schon verschafft? Nee. Gib mal 2, 3 Stück. Hier, neben dir. Habe ich es jetzt? Ja. Ja, danke schön. Geh mal schlafen. Ja. Hast du Betten hier? Ja. 2. Immer schön hier abernten und neu pflanzen. So, nutzen wir doch auch mal die Wege, die wir gebaut haben, dass sie nicht ganz umsonst waren, ne?
Ja, damit müsst ihr jetzt leben, dass die Axt kaputt gegangen ist. So, jetzt mal den Schnee hier noch wegkloppen. Jetzt haben wir hier doch mal ein annehmbares Schlafzimmer.